Hallo, ich bin Jonathan Brückemann aus der Klasse 4B und ich zeige euch heute die Grundschule. Manche Kinder wohnen da drüben in den Wohngebieten, aber es gibt auch Kinder, die kommen mit den Schulbussen, so wie ich. Aber es gibt wieder Kinder, die wohnen noch weiter weg und die müssen dann mit dem Auto kommen. Ich zeige euch jetzt mal mein Klassenzimmer. Und das hier ist mein Klassenraum. Hier, das sind unsere Macs und wir arbeiten auch viel mit Tablets. Ah, hallo, ihr schon wieder. Jetzt gerade habe ich mit meiner Klasse Werke. Ich zeige euch das mal. Und jetzt sind wir gerade in einer von unseren zwei Sporthallen. Hier spielen wir auch oft Fußball. Und das hier ist der Hort. Wer am Nachmittag noch hier bleiben will, ist sofort gut versorgt. Hallo! Hier kann man auch wohnen, essen oder Hausaufgaben machen. Das ist die Haut. Hallo, ich bin Katharina Lück aus der 5B. Und das hier ist unser Klassenraum. Der ist aber auch gleichzeitig der Fremdsprachenraum. Hier in unseren Pausen können wir leckere Snacks aus unserer Cafeteria kaufen. Das sind unsere Navi-Räume. Hier Chemie, hier Biologie. Hi, ich bin Elisa Schüttlöffel aus der 12B und das hier sind unsere Klassenräume. Das hier ist unsere Cafeteria, wo wir Mittag essen. Ich hätte gerne Kaiserschmarrn und Kartoffeln. Wir sind eine energieeffiziente Schule. Den Großteil unserer Energie beziehen wir direkt aus den schuleigenen Solarpanels. Da
Das hier sind unsere Bandräume. Hier verbringe ich den Großteil meiner Zeit, denn ich bin ziemlich musikalisch. Manchmal nachts, wenn golfen den Sternen. Mein Vater übt hier gerade Gitarre. Das ist unser Jugendclub. Hier verbringen wir unsere Freistunden und freien Nachmittage beim Billardspielen, Zocken oder Musik hören. Das war unsere deutsche Schule. Wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!